Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag hier in diesem Zoom-Raum. Hi Tina, guten Morgen, schön, dass du da bist. Heute haben wir schon den zweiten Tag hier der Freedom Days und ich bin sehr gespannt, wie es allen geht. Nach dem, was wir uns gestern schon angeschaut haben. Und wir warten noch ein, zwei Minütchen auf diejenigen, die es sich möglich machen, hier um diese Mittagszeit in den Raum zu kommen und ihre heilige Mittagspause quasi hier zu nutzen, um hier zu sein. Ja, es gibt heute auch ein Workbook, definitiv, und es sollte auch eine E-Mail rausgegangen sein. Das ist natürlich die Frage. Da muss ich gerade mal schauen, ob da vielleicht etwas heute nicht rausgegangen ist. Da schaue ich gerade noch mal rein. Das ist gut, dass du das sagst, ob da irgendwas nicht funktioniert hat. Schaue ich gerade noch mal, dass auch jeder das Workbook bekommen hat. Ansonsten füge ich das hier auch nochmal in den Chat ein, dass das sozusagen jeder hat. Das Workbook und der Link. Du hast nichts erhalten. Und wahrscheinlich ist auch der Link dann gar nicht rausgegangen. Da muss ich noch mal schauen, das könnte erklären, warum die Menschen den Weg nicht finden, hier heute Morgen. Da werde ich einfach noch mal schauen, dass ich das gerade noch mal hier reinstelle. Warten wir ganz kurz, das sind die Dinge, die anfallen, wenn man diese Live-Themen macht. Das kann immer passieren. So, dann schaue ich noch mal. Dass ich das hier rausschicke. So. Und dann sende ich das nochmal. Wer weiß, was da heute Morgen ist? Ja, gestern mit der PowerPoint. Ist es nicht spannend, wie das manchmal hier mit diesen Dingen ist? Die Technik, Strom, Kabel, all diese Dinge, was dann so schief laufen kann, sozusagen im Prozess. Aber ich stelle das Workbook hier direkt nochmal rein und dann haben wir das auch. Dass das hier sozusagen auch da ist. Wir machen alles möglich. So, Workbook. Ganz wichtig heute auch das Workbook auf jeden Fall. Da können wir einfach nochmal uns Dinge besser erarbeiten. Ich habe es jetzt gerade nochmal in den Chat gestellt, dass da auch ein Workbook vorhanden ist. Und dann warten wir noch ein, zwei Minütchen, ob jetzt ist die Mail gekommen. Ich habe sie gerade nochmal rausgeschickt. Ich denke, das ist der Grund, warum hier die Menschen den Weg noch nicht gefunden haben in diesen Raum, weil die E-Mail heute Morgen ausblieb. Dann warten wir einfach noch ein, zwei Minütchen hier an diesem Donnerstag, dass wir alle zusammen starten können, denn das wäre schon schön. Ja, das ist ein Dokument im Chat. Solltest du draufdrücken können, denn das ist direkt das PDF habe ich hier in den Chat gestellt.
Ich hoffe, dass du den sehen kannst. Ansonsten auch, wenn du die E-Mail jetzt bekommen hast, da ist auch ein Link, wo du draufklicken kannst und das Workbook öffnen kannst. Guten Morgen an alle. So langsam fühlt sich der Raum ein bisschen mehr. Das sind die technischen Probleme, die wir heute Morgen haben. Alles ist Frequenz, auch diese Dinge sind Frequenz. Wir nehmen alles, wie es ist und starten von da, wo wir sind, mit dem, was wir haben. Aber diejenigen, die da sind, sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Guten Morgen, Steffi. Und es gibt ja auch immer eine Aufzeichnung, auch wenn es jetzt eben nicht geklappt hat mit der E-Mail pünktlich heute Morgen, ist die Aufzeichnung da. Davon lassen wir uns definitiv nicht abhalten. Ich hoffe, es geht euch gut und ich würde gerne so im Chat vielleicht mal ein bisschen die Stimmunglage erfassen wollen. Wie geht's euch nach dem Tag 1 gestern? Muss ich gerade was trinken? Gab es Aha-Effekte oder Erkenntnisse oder wie ist die Stimmung nach gestern, nach dem, was wir uns angeschaut haben? Gerne mal eine Nachricht in den Chat oder ein Wort in den Chat, dass ich so ein bisschen schauen kann, wie es dir geht. Genau, Tina. Ja, das Workbook gibt wirklich ganz viel Aufschluss, ganz viel Möglichkeiten, nochmal Dinge zu sehen, zu erkennen. Dafür ist es wirklich da, um solche Prozesse sozusagen nochmal vor Augen zu haben. Es ist doch leichter, wenn wir die Dinge vor Augen haben, wenn wir auch ein bisschen mitschreiben, wenn wir mitdenken. Die Wissenschaft des Erfolgs heißt auch Thinking into Results, weil wir einfach die wenigste Zeit wirklich aktiv nachdenken, sondern immer im Automatikmodus unterwegs sind, so wie wir das gestern gesagt haben. Ja, sehr schön. Dann hoffe ich, dass das mit dem Workbook klappt und dass es da ist und wenn nicht, einfach zuhören, einfach mitmachen und durchführen lassen. Es ist ein neuer Tag heute und die erste Seite des Workbooks ist sozusagen ein erneutes Commitment. Ja, denn heute ist ein neuer Tag, heute starten wir neu und wir wollen gerne neue Gewohnheiten etablieren. Wir wollen uns daran erinnern, was wir tun und warum wir es tun, weil wir ansonsten wieder in den alten Automatikmodus verfallen. Und deswegen heute hier und jetzt mit deiner Energie, mit deiner Frequenz, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen kreierst du heute dein Morgen und dein Übermorgen. Was du gestern gemacht hast, ist total egal, wenn du nicht darüber nachdenkst, was du gestern gemacht hast. Sobald wir wieder einsteigen und drüber nachdenken, ist das, was unsere Vibration heute, unsere Frequenz beeinflusst. Das heißt, jeder Tag, in der Tat, jeder einzelne Moment ist für uns eine Möglichkeit, uns neu zu entscheiden und neu anzufangen und zu kreieren, was wir wollen, sozusagen diesen Shift zu machen. Das heißt, nimm dir gerne Zeit, wenn du das Workbook neben dir hast, um da nochmal deinen Namen drauf zu schreiben, das nochmal für dich zu bestärken, was du hier machst. Ja? Jeden Tag bestärken wir wieder, was wir eigentlich tun. Genau. Und was wir gestern gemacht haben, und mir ist durchaus klar, dass das für den einen oder anderen eine Herausforderung dargestellt hat oder dass es vielleicht auch ein bisschen ein schmerzvoller Prozess sein kann, sich Dinge anzuschauen. Wir wollen einen ehrlichen Blick auf unsere Ergebnisse werfen. Und das machen viele Menschen nicht, ne? Weil ja, es ist ja nicht so schlimm. Oder wenn wir eine Diät machen wollen, sagen wir, ach, eigentlich esse ich ja ganz gesund. Und wenn man sich wirklich anschauen würde, wie der Tag ausgesehen hat, wenn man sich es wirklich anschaut, sieht man genau, da war auch mal ein Salat dabei. Aber grundsätzlich, oder es war Frühstück, Mittagessen, war super, in Ordnung, gesund. Und Abendessen dann doch wieder anders. Also das heißt, wenn wir uns wirklich anschauen, wo wir sind, wie unsere Gesundheit, unsere mentale Gesundheit momentan aussieht, wie unsere Erfüllung auf der Arbeit aussieht, wie unser Kontostand aussieht,
wie unsere Beziehungen beschaffen sind, ob die respektvoll, harmonisch sind, dann bekommen wir einen guten Eindruck davon, wie wir eingestellt sind, ja, wo unser Paradigma sozusagen eingestellt ist, denn wir sind eingestellt. Und wir kreieren von innen nach außen. Und deswegen ist auch hier der Titel für diesen Workshop: Schluss mit Selbstsabotage, erkenne den Reichtum in dir. Ja? Denn wir können nichts im Außen sehen, was wir nicht in uns selbst drinne erkennen können. Wir haben das uns gestern erarbeitet, das war ein großes Konzept. Diese unsichtbare Seite von uns, diese spirituelle Ebene, unser Mind und unsere Emotionen bilden den unsichtbaren Teil von dem, was wir sind. Und das ist der viel größere Teil als das, was wir sehen und anfassen können. Und unser Körper, der drückt die Ergebnisse im Außen aus. Er drückt aber nur das aus, was im Unsichtbaren kreiert wurde. Ja? Und das heißt auch, wenn wir es im Außen sehen, dann muss es so sein, dass wir es vorher unbewusst gedacht haben oder gesehen haben. Alles, was wir in unserem Leben haben, haben wir vorher befürchtet und deshalb vor dem geistigen Auge gehabt. Oh Gott, fall nicht, du fällst gleich. Ja? Und dann zack, fällt das Kind. Ja, wir haben es vor dem geistigen Auge gesehen. Oder das, was wir eben nicht sehen im Außen, sehen wir nicht innen. Und wir haben gestern ein ganz großes Konzept erarbeitet, dass wir uns entscheiden können. Und wir wissen, alles, was wir im Außen sehen, können wir beurteilen, bewerten, können sagen, ach Mist, habe ich das nicht geschafft. Oder wir können es einfach als das nehmen, was es ist, Feedback. Es ist einfach nur Feedback über das, was wir bis gestern, bis vor 5 Minuten noch gedacht haben, gefühlt haben. Es ist einfach nur Feedback. Und wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, dann müssen wir dieses ehrliche Feedback uns anschauen, damit wir genau wissen, woran dürfen wir arbeiten? Wo genau ist der Knackpunkt? Und der Prozess, den ich auch mit meinen Kunden im Coaching durchgehe, der ist so exakt, diese Wissenschaft des Erfolgs ist so exakt, dass wir schauen können, okay, wo ist es schiefgelaufen? Wo sind wir abgewichen? Wo waren wir nicht ehrlich? Wo haben wir unsere Disziplin nicht eingehalten? Ja, das kann man sich anschauen. Und das heißt, wir wissen, wir sind eingestellt. Und diese Einstellung, die kannst nur du verändern. Niemand kann das für dich tun. Niemand kann das für dich tun. Das ist ein bisschen wie bei der Geburt. Du hast die beste Hebamme der Welt und sie ist bei dir und sie hält dir die Hand und sie sagt genau. Und jetzt sozusagen ins Vertrauen gehen und loslassen. Aber du darfst diese Geburt alleine schaffen. Du darfst es ins Leben holen. Das ist dein Erfolg. Und so ist es mit deinem ganzen Leben. Ja, ich kann dich an die Hand nehmen, ich kann dir den Prozess sagen, ich kann dir die Werkzeuge geben, ich kann dir genau sagen, hier bist du, das ist das, was erforderlich ist. Aber machen, diese Programmierung verändern, überhaupt zu bestimmen, was möchte ich, was ist meine Vision, was ist mein Lebenssinn, wofür bin ich hier? Was bedeutet für mich Freiheit? Wir sind hier in den Freedom Days. Was bedeutet für mich Freiheit? Wie sieht die aus? Das bestimmst nur du für dich alleine und du kannst sie kreieren. Und ich kann dich begleiten, aber machen darfst du das ganz alleine. Das heißt, es braucht vor allem nach der Entscheidung Wissen und Disziplin. Und Disziplin brauchen wir in unserem Denken, da wo die Ergebnisse zuerst entstehen, im Inneren. Wir brauchen die Disziplin im Inneren. Und auch das zeige ich meinen Kunden in dem Durchgang, wie wir diese Disziplin etablieren. Und eine Sache haben wir heute schon gemacht, indem wir uns erinnert haben, weshalb wir hier sind und warum wir eigentlich gestartet sind. Genau, das heißt, auf dem Workbook oder in dem Workbook, die nächste Seite, hast du genug vom Kämpfen. Bist du es leid? Es leid zu sein, ja? Dieses im Außen möglich machen, im Außen kämpfen, deine Energie zu lassen, dich zu verausgaben, immer einen Bereich deines Lebens irgendwie zurückzustellen und den ganzen Fokus auf beruflicher Erfolg oder Beförderung oder
deine Gesundheit, mit der war es nicht gut bestellt und du hast deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Gesundheit gerichtet und andere Teile deines Lebens, andere Bereiche deines Lebens mussten leiden. Oder du bist vielleicht selbstständig, hast dich selbstständig gemacht und die Kunden oder die Patienten kommen nicht und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, es möglich zu machen. Ja, das heißt, hast du die Nase voll von Leiden? Das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen dürfen. Und wir wissen eben, alles ist zweimal vorhanden. Wenn wir anfangen wollen zu verändern, müssen wir das innen machen. Ansonsten ist die Veränderung nicht dauerhaft, nicht nachhaltig, sondern einfach temporär. Und dann haben wir gestern auch gesagt, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt einen Unterschied dazwischen, Interesse zu haben. Viele Menschen würden gerne was verändern. Viele Menschen wünschen sich eigentlich mehr vom Leben, aber verändern es nicht. Manchmal haben Menschen Themen, die sie über Jahre, manchmal Jahrzehnte haben, die sie gerne verändern würden, aber sie verändern nichts, obwohl sie es gerne wollen. Und es gibt einen Unterschied. Ach, es wäre total schön, wenn es anders wäre. Oder wirklich zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich verändere das jetzt. Egal. Egal was. Ich gehe jetzt. Ja? Und ja, das ist beängstigend. Und ja, ich muss Entscheidungen treffen, die ich noch nie getroffen habe. Wachstum findet per Definition außerhalb der Komfortzone statt. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir etwas anderes machen als gestern. Wir müssen was machen, was wir noch nicht gemacht haben. Ansonsten ist es keine Transformation in ein anderes Leben, sondern wir kreieren das, was wir die ganze Zeit schon kreiert haben. Hat vielleicht einen anderen Namen, hat vielleicht einen anderen Wohnort. Ja, wir wechseln gerne auch das Land und wandern aus. Wir nehmen unser Mindset, unsere unsichtbare Seite von uns überall hin mit und kreieren immer wieder von vorne. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Und was das Paradigma ist, das zeige ich dir heute. Und ich zeige dir auch heute, wie Veränderung stattfinden kann. Der komplette Transformationsprozess, der lässt sich in 2 Tagen nicht machen. Dafür braucht es ein bisschen mehr Zeit. Denn das, was dein Paradigma eingeübt hat, deine Einstellung, die ist über Jahre entstanden. Und es braucht den Alltag, es braucht die Reflexion, um das nachhaltig zu verändern. Jeder kann das, du kannst es, jeder Mensch kann es. Die Gesetze, die dafür notwendig sind, gelten für jeden, zu jeder Zeit, überall. Aber es braucht eben Disziplin, Bewusstsein und Begleitung. Genau. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, das haben wir gestern auch schon so ein bisschen, sind wir darauf eingestiegen, was ist eigentlich das größte Problem? Du jetzt hier heute, hier an diesem Donnerstag um 12.18 Uhr, was ist dein größtes Thema, das du gerne verändern möchtest? Was ist momentan deine größte Herausforderung? Wenn du alle Bereiche in deinem Leben dir anschaust, nimm dir mal eine kurze Minute Zeit, und schreibe auf diese Seite im Workbook, wenn du alles verändern könntest, jetzt zum heutigen Zeitpunkt, was ist das Problem, was dir am meisten auf der Seele brennt? Schreib das gerne mal auf, das Allergrößte. Und dann, wenn das aus dem Weg wäre, was wäre das Zweite, was du dann in deinem Leben verändern würdest? Schreib das auch gerne mal auf. Ja. Ich denke, du hast wahrscheinlich jetzt schon was stehen. Vielleicht gibt es noch einen dritten Bereich, den du verändern möchtest. Dann schreib den auch gerne auf. Dass wir einfach erkennen, dass wir das als Feedback nehmen, was wir verändern möchten. Ja. Und wenn du einen Bereich in deinem Leben veränderst, und wir wissen ja, wir verändern den Bereich ja nicht im Außen, sondern wir verändern den Teil von uns, der dieses Ergebnis kreiert hat. Wenn wir diesen Teil von uns verändern, der zu diesem Ergebnis geführt hat, verändern wir im Normalfall auch viele andere Bereiche in unserem Leben und alles bekommt wie so ein Upgrade sozusagen. Ja, das ist ein wunderschöner Nebeneffekt dieser Arbeit. Wir arbeiten nicht nur auf unsere Ziele hin, sondern wir als Ganzes bekommen ein Upgrade. Und
Eine Frage ist ganz wichtig. Und in diesem Prozess der Veränderung ist es immer wieder die wichtigste Frage, die aufkommt. Warum möchtest du das verändern? Das wichtigste Problem, was du erkannt hast, jetzt, was auf Platz 1 liegt. Warum möchtest du Veränderung? Was würde das für dein Leben bedeuten, wenn dieses Problem gelöst wäre? Das ist eine große Frage. Was bedeutet es für dein Leben, für deinen Alltag, für das Leben mit deiner Familie, für euer Familiendasein, wenn dieses Problem gelöst wäre? Das ist eine ganz große Frage. Kannst du die ersten Gedanken einfach mal dazu aufschreiben und natürlich auch noch später im Nachgang hier zu diesem Workshop das weiter bearbeiten und da noch ein bisschen näher ausführen. Warum? Dein Warum ist so wichtig. Denn wenn wir in unserem Alltag so ein bisschen versumpfen in alten Gefühlen, in alten Minderwertigkeitsgedanken, in Angst, in was denken die anderen, wenn wir uns dann wieder erinnern können, warum wir gestartet sind, was unser Warum für diese Transformation ist, gibt uns das sofort wieder Energie, um weitermachen zu können. Ja. Denn ich glaube ja ganz fest, wir sind nicht hierher gekommen, um mittelmäßig zu sein oder um auf Nummer sicher zu gehen. Ja? Bob zitiert immer, Bob Proctor, mein Mentor, zitierte immer jemanden, ich weiß gerade den Namen nicht genau. Ich glaube, es war Earl Nightingale, der sagte, most people tiptoe through life, ja, gehen auf Zehenspitzen durchs Leben, um es sicher ins Grab zu schaffen. Ich denke nicht, dass wir dafür da sind. Ja? Schiffe sind auch am besten im Hafen aufgehoben, da passiert am wenigsten. Dafür sind sie nicht da. Ich denke, wir auch nicht. Ja? Und wenn wir uns die nächste Seite anschauen im Workbook, Tag 2, was braucht es? Wo stehst du jetzt? Wo stehst du jetzt? Deine jetzige Situation ist das, was dich am stärksten zurückhält. Und ich möchte dazu dir ein bisschen etwas aufmalen, damit du das mehr greifen kannst, was ich sage. Und ich teile dafür mit dir hier mal meinen Screen. Und du kannst mir vielleicht kurz Feedback geben, dann, ob du das gut sehen kannst. Freigeben. Vielleicht kannst du mir kurz in den Chat schreiben, dass du das auch gut sehen kannst. Ah, ich merke gerade, ich kann den Chat gar nicht mehr sehen, wenn ich das freigeschaltet habe. Ich vertraue darauf, dass es funktioniert. So, das heißt, dass deine jetzige Situation ist das, was dich am meisten zurückhält. Wir haben gestern erstmal uns das Konzept erarbeitet, wer wir sind. Und ich male das mal so laienhaft auf. Das ist die Quelle allen Seins. Die Quelle allen Seins. Spirit, Gott, Brahman, reines Bewusstsein, reine Liebe, die Quelle. Ja? Und du und ich, wir sind ein Teil dieser Quelle. Ich stelle mir das vor wie so eine Sonne mit Sonnenstrahlen immer. Ja, jeder von uns ist so ein Sonnenstrahl. Du bist ein Teil dieser Quelle. Und du wurdest beschenkt mit einem Mind, haben wir gestern gesagt, mit einem Intellekt. Du kannst denken, du hast ein Bewusstsein, ein Unterbewusstsein. Das sind die Teile des Minds, die wir uns anschauen. Das ist eigentlich ein Geschenk, aber wir nutzen diese Intelligenz sehr häufig gegen uns, haben wir gestern festgestellt, denn wir können denken und fühlen, was wir wollen. Wir haben den freien Willen, machen wir aber oft nicht, sondern wir denken Angst, wir denken Misserfolg, wir denken, ich bin nicht gut genug. Das sind häufig die Dinge, die wir denken und das ist unseren Zielen nicht dienlich. Das heißt, wir haben einen Mind und den stelle ich mir immer als Dia vor. Ja? Das heißt, hier sind deine Limitierungen, deine Glaubenssätze, deine beschränkenden Ideen über dich selbst und über das Leben. Und hier unten haben wir die Projektionsfläche, die Leinwand. Das heißt, hier unten auf der Leinwand deines Lebens kann nur das erscheinen, was du durch dein Dia lässt. Du bist grenzenloses Potenzial.
alles in den Regeln des natürlichen Universums, der natürlichen Gesetze kannst du sein, werden und haben. Alles. Aber die Beschränkung kommt hier durch dein Mindset, durch deine Glaubenssätze, dadurch, wie du dich siehst und was du als Wahrheit über die Welt akzeptiert hast. Und das ist nochmal so eine Verbildlichung des Konzeptes von dem, was wir gestern gesehen haben. Wenn du möchtest, dass hier unten auf der Leinwand deines Lebens andere Ergebnisse erscheinen, müssen wir das Dia austauschen. Wir müssen das Dia austauschen. Wir wollen immer freier sein. Wir wollen immer mehr erlauben. Alles ist da. Alles wartet darauf. Die ganze Fülle, die ganze Liebe, die ganzen wundervollen Erfahrungen warten darauf. Ja, auch deine Kunden. Ja, auch tatsächlich die Fülle auf deinem Bankkonto. Aber nicht nur. Auch die wundervollen Menschen, denen du noch begegnen möchtest in deinem Leben, die auf deiner Wellenlänge sind, auf deiner Frequenz, von der Version, wo du hin möchtest. Auch die warten darauf, dir begegnen zu dürfen. Vielleicht auch ein Traumpartner, wenn du einen Traummann oder eine Traumfrau suchst. Auch die ist da. Aber wenn du einschränkende Glaubenssätze über dich hast, wie liebenswert du bist und wie schön du bist, kann die hier nicht durchkommen oder kann er hier nicht durchkommen. Ja? Das heißt, das ist das Konzept, mit dem wir arbeiten, ein bisschen sehr vereinfacht dargestellt. Und die Situation, die dich zurückhält, ist da, wo du jetzt bist. Und warum das so ist, erkläre ich dir anhand dieser Zeichnung, von der Bob Proctor sagte, dass es das wichtigste Konzept in den über 60 Jahren war, wo er diese Arbeit gemacht hat, wo er Persönlichkeitsentwicklung selbst für sich gemacht hat, studiert hat, recherchiert hat, wo er der Experte geworden ist, der ist weltweit führend für Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg. Und das, sagt er, war das wichtigste Konzept, was er gelernt hat. Lass dich nicht täuschen von der Einfachheit. So ist es in diesem ganzen Prozess. Thinking into Results ist ein relativ simpler Prozess. Aber es ist nicht immer einfach, ihn umzusetzen, weil wir einfach uns selbst nicht sehen können. Deshalb ist es wichtig, mit jemandem zusammenzugehen. Wir haben diese 5% Bewusstsein, wo wir gestern gesagt haben, das sind die bewussten Gedanken, die wir uns machen. 5% am Tag sind wir bewusst unterwegs. Und mit unserem Bewusstsein sind wir mit der Außenwelt verbunden. Wir haben Sinne, wir können sehen, riechen, fühlen und schmecken und wir nehmen wahr. Wir sehen mit unseren Augen das leere Bankkonto oder dass die Kunden nicht da sind oder dass die Waage zu viel anzeigt oder dass die Blutwerte schlecht sind. Wir nehmen das mit unseren Sinnen wahr und unsere Gedanken reagieren darauf und sagen, oh Mann, mir geht's nicht gut. Oh Mann, schon wieder ein schlechter Monat. Ja, das ist die Reaktion auf die Außenwelt. Wir haben aber den allergrößten Teil von uns, diesen unterbewussten Teil, der 95% unseres Wesens ausmacht und 95% der Ergebnisse in unser Leben ruft. Und alles, was wir hier denken mit dem Bewusstsein, das sind Gedanken, gehen ins Unterbewusstsein über, wenn wir sie emotionalisieren, wenn wir sie verinnerlichen. Wenn ich sehe, was im Außen ist, Blutwerte, Bankkonto, und ich kriege Angst, ich mache mir Sorgen und ich lade es mit Emotionen auf, dann geht es in unseren emotionalen Mind. Das ist das Unterbewusstsein. Wir haben es mit Emotionen aufgeladen. Und diese Emotionen, diese Angst, Sorge, diese Minderwertigkeit, diese Misserfolgsmentalität, das ist eine Vibration. Es versetzt uns in eine Schwingung. Und dafür müssen wir wissen, und das ist wirklich zentral, dein Unterbewusstsein ist nicht im Gehirn. Dein Unterbewusstsein ist eine mentale Aktivität in jeder Zelle deines Körpers. Dein Unterbewusstsein ist in deinem Körper. Emotion ist Energy in Motion in deinem Körper. Das bedeutet, dein Körper schwingt auf der Frequenz der Angst, der Sorge, der Krankheit,
Dein ganzer Körper, Gedanken, Emotionen verursachen die Frequenz, auf der dein Körper schwingt. Wir haben gesagt, alles ist Energie, alles bewegt sich. Unterm Elektronenmikroskop sehen wir, dass alles vibriert. Und das ist die Frequenz, die du aussendest. Nach dem Gesetz der Anziehung und der Vibration vorgelagert, kann nur in dein Leben kommen, was auf dieser Frequenz ist. Alles ist Frequenz. Wenn du RTL auf der Fernbedienung einschaltest, kann nur RTL auf dem Fernseher erscheinen. Ganz klare Gesetze, die sind nicht moralisch. Die sagen nicht, ach, das ist ein schlechter Gedanke, mach das mal nicht. Nein, wenn du Unkraut säst, bekommst du Unkraut. Wie die Erde sind die Gesetze nicht moralisch, sondern sie bringen ins Leben, was du als machtvoller Schöpfer mit deinem freien Willen gewollt hast. Und das ist, was du aussendest. Das heißt, deine Frequenz verursacht deinen Körper in Handlung zu gehen. Wir haben gesagt, dein Körper drückt aus, was die unsichtbare Seite deines Wesens, deiner Person kreiert. Dein Körper kann nicht anders, als das auszudrücken. Dein Unterbewusstsein kann nicht mehr aussuchen, kann nicht zurückweisen, kann nicht sagen, ich möchte das nicht kreieren. Sobald es hier unten ist, im emotionalen Mind, wird der Körper es ausdrücken, ob du willst oder nicht. Mit deinen 5% Bewusstsein kannst du sagen, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich, ich bin wunderschön, ich bin liebenswert. Es wird nichts bringen, denn du fühlst es nicht. Es ist nicht hier unten drin. Und nur was unten drin liegt, im emotionalen Mind, wird durch den Körper ausgedrückt. Das ist der Grund, warum einfach nur Affirmationen zu sagen nicht funktioniert. Das ist der Grund, warum es nicht funktioniert, ein Buch zu lesen, auch wenn du noch so viele Erkenntnisse und Aha-Effekte hast. Du kannst zig Online-Kurse machen. Du kannst freie Workshops besuchen, noch und nöcher. Sobald es nicht mit der Emotion übereinstimmt, die diese Information aussendet, wird es nicht ins Unterbewusstsein gehen und der Körper drückt es nicht aus. Und wir schauen uns das nochmal mit den Frequenzen an, was das nächste Konzept ist, was wir uns erarbeiten. Alles ist Frequenz. Wenn du mich auf meiner Handynummer anrufst, kannst du nur mich dran kriegen. Sobald eine Zahl nicht stimmt und die Frequenz nicht stimmt, bin ich nicht mehr in der Leitung, bin ich nicht dran. Die Frequenzen sind absolut exakt. Was du aussendest auf der Frequenz, kommt zu dir zurück. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wenn du dich auf dieser Frequenz hier befindest und die Frequenzen sind miteinander verbunden wie die Farben des Regenbogens und das Ziel, was du dir wünschst, was du so gerne in deinem Leben hättest, und ich weiß, wie viel du schon versucht hast. Ich weiß genau, dass du Ausbildung gemacht hast, dass du gelernt hast, dass du nach Antworten gesucht hast. Mit den 5% Bewusstsein, ja, diesen David gegen Goliath-Kampf. Ich weiß, wie lange du schon versuchst. Und dein Ziel, was du dir so unbedingt wünschst, ist hier oben. Und egal, was du tust, du bist auf dieser Frequenz und du rufst nur Dinge, Situationen, Menschen, Umstände in dein Leben, die auf dieser Frequenz sind. Das heißt, wir müssen die Frequenz verändern. Du musst deine Vibration verändern. Dein Paradigma im Unterbewusstsein. Und wir gehen gleich darauf ein, was ein Paradigma ist. Die Selbstsabotage im Unterbewusstsein müssen wir auflösen. Wir müssen dort installieren. Die Frequenz, die du möchtest. Wenn du festgestellt hast, was du willst, und deswegen haben wir gestern und heute damit angefangen zu schauen, wo ist das Problem? Und das Gegenteil davon ist das, was du möchtest. Um zu identifizieren, wo du hin möchtest, wissen wir, weiß ich als Coach, wo ich bei dir sozusagen dich an die Hand nehmen kann und dir sagen kann, wo du shiftest. Und der Weg ist ein Prozess, der reproduzierbar ist. Du brauchst eine andere Frequenz. Auf dieser Frequenz sagen wir, das ist die Frequenz von 40.000 Euro Gehalt im Jahr. Wir haben gestern gesagt, es geht nicht ums Geld. Wir schauen uns gleich nochmal an, worum es geht. Wir benötigen aber Geld in dieser dreidimensionalen Welt, um Dinge möglich zu machen, um Dinge zu haben,
Um Erfahrung sammeln zu können, benötigen wir Geld. Wir brauchen Anziehsachen, wir brauchen Nahrung, das kaufen wir. Ja? Wenn das hier unten, einfach für ein einfaches Beispiel, die Frequenz von 40.000 Euro ist und du möchtest hier oben zu 80.000 Euro Einkommen im Jahr, dann kannst du nicht weiter denken und fühlen wie jemand, der 40.000 Euro verdient. Das geht nicht. Die Version von dir, die hier ist, und wir haben gestern gelernt, alles ist bereits als Potenzial vorhanden. Die Version von dir, die das Ziel schon erreicht hat, was du möchtest, die gibt es schon. Die ist auf einer anderen Frequenz. Aber die ist vorhanden, so wie der Wasserdampf. Die Frage ist, wie würde denn jemand denken, der 80.000 Euro verdient im Vergleich zu jemandem, der 40.000 verdient? Die Gedanken wären andere, die Selbstgespräche wären andere. Das Gefühl für sich selbst, die Wertigkeit der Arbeit, die finanzielle Situation, wie wir denken, wenn wir an der Tankstelle stehen oder wenn wir Dinge einkaufen, wenn wir einen Urlaub buchen. Derjenige hier oben, der denkt anders, spricht anders, fühlt anders. Du hier unten, dieses Paradigma, dieses Denken und Fühlen muss sich verändern, bevor wir es im Außen sehen können. Du musst es verändern, bevor du es sehen kannst, die unsichtbare Seite zuerst. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, und das ist die Macht der Entscheidung, die wir gleich nochmal sehen, sobald wir eine Entscheidung treffen, ein absolutes Commitment, ich gehe für mich, egal was, ich verändere mein Leben, egal was die anderen sagen, was ich im Außen sehe, wie die Menschen denken, ob das Sinn macht oder nicht. Wenn wir diese committete Entscheidung treffen, verändern wir sofort die Frequenz. Wir rutschen direkt ein paar Stufen höher. Wir denken wie jemand, der das Ziel schon erreicht hat. Wir müssen von dem Wunsch ausgehen, den wir haben, Entscheidungen treffen, wie derjenige, der schon da ist. Derjenige hier unten, der trifft Entscheidungen wie, wenn ich das Geld habe, dann mache ich es. Aber das Geld kann nicht kommen, weil das ist schon da. Oder die perfekte Partnerin, der perfekte Partner. Wenn ich erstmal jemanden habe in meinem Leben, dann bin ich glücklich. Dann genieße ich mein Leben, dann gehe ich ins Restaurant. Solange du denkst, fühlst und handelst wie jemand, der keine Partnerin hat und nicht glücklich ist, kann dieser Traumpartner nicht kommen. Und das ist die Diskrepanz, diese Lücke zwischen wo wir sind und wo wir hinwollen. Und thinking into results, das Hineindenken in das Ergebnis, was wir wollen, dieser 12-Stufen-Prozess schließt diese Lücke. Er funktioniert für jede Person, jedes Mal. Das ist die Krux von dem, was wir machen. Ich beende das nochmal. Ich weiß, das ist super viel Wissen an Tag 2, aber es ist einfach ein ganz, ganz zentrales Konzept, was wir verstehen dürfen. Das heißt, wo du jetzt bist, weil du es mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst und sagst, ach Mensch, immer noch keine Kunden, ach Mensch, ich habe immer noch nicht meine perfekte Gesundheit oder mein Traumgewicht und deine Emotionen entsprechen dem, was du siehst, kannst du nicht in die Veränderung gehen. Das heißt, was du jetzt wahrnimmst im Außen, hält dich da, wo du bist. Du musst über das hinausdenken, was du sehen und anfassen kannst. Das ist die Herausforderung und das ist das, was ich für dich tun kann, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Das ist genau das. Das heißt, wir haben gesehen, wo du bist, das hält dich vor allem zurück. Und was notwendig ist, in erster Linie für alles Weitere, ist deine Entscheidung. Ohne deine Entscheidung geht kein Schritt vorwärts. Und das haben wir eben gesehen, wie das sofort deine Situation verändert. Ich habe beispielsweise, und es ist wirklich spannend, wie direkt es funktioniert, als ich mich entschieden habe, vor einiger Zeit, auch mit diesem Gedanken, ich möchte in mich investieren, ich weiß, für den nächsten Schritt brauche ich Unterstützung. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es gut, wenn ich erstmal ein bisschen mehr angespart habe, wenn ich einfach ein bisschen mehr Kunden gewonnen habe und dann Geld angespart habe, um das zu machen. Und ich wusste genau, so funktioniert es nicht.
Und ich habe mich committed und habe zugesagt, mich unterstützen zu lassen. Und einen Tag später, aus dem Nichts heraus sozusagen, habe ich eine Kundin gewonnen sozusagen, die sich für das interessiert hat, was ich machte damals. Und damit war das Thema erledigt. Das ist etwas, was Bob sagt, wenn du die Entscheidung triffst, wenn du den Weg gehst, wenn du die Frequenz veränderst, kommen alle Mittel, Menschen, Situationen, Umstände in dein Leben, die du brauchst. Aber erst darfst du mit deiner Energie vorangehen. Du gibst die Energie vor. Es ist deine Willenskraft, dein freier Wille, der die Frequenz vorgibt. Und wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann weiß ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut und auch aus der Erfahrung, die ich hier mit meinen Kunden sammle, dass nicht alle Menschen nachvollziehen können, wo du bist. Nicht alle Menschen sehen, was du siehst. Und die Menschen, gerade die, die wir am liebsten haben, möchten uns gerne schützen und sie sehen sozusagen das Risiko. Sie sehen die Angst vor dem, was eventuell passiert. Und sie sehen nicht das, was du siehst. Sie sehen nicht die Chance. Sie haben nicht den Sinn, den Lebenssinn oder die Vision, die du hast. Und dann ist es manchmal schwierig, da den Menschen zu erklären, warum wir bestimmte Dinge wollen. Ich hatte gestern Abend im Gruppen-Coaching-Call der Body-Mind-Spirit-Revolution eine wundervolle Kundin, die jetzt schon zum dritten Mal im dritten Programm mit mir zusammenarbeitet. Und wir haben genau darüber gesprochen. Als sie angefangen hat, in sich zu investieren, in ihre Persönlichkeitsentwicklung, ihr Mann wollte gerne, dass sie Unterstützung bekommt und dass es ihr besser geht. Ja, sie war in einer Lage, wo es ihr nicht besonders gut ging im Leben. Und es muss nicht immer aus diesem Gefühl, mir geht so schlecht, ich weiß nicht weiter sein, sondern wir können uns auch aus der Freude entwickeln. Aber in dem Fall war es so. Und ihr Mann wollte das gerne für sie. Aber als es dann darum ging, dass es mehrere tausend Euro sind, die sie in sich investiert, in ihre Persönlichkeitsentwicklung, war es für ihn eine Herausforderung. Und sie hat sich aber trotzdem dafür entschieden. Und gerade gestern hat sie zu mir gesagt, weil wir jetzt uns dem Ende des Programms nähern, ihr Mann stellt so großartige Veränderungen fest. Also sie hat ihr Leben einmal auf Reset gestellt. Sie hat sich beruflich umorientiert, hat nochmal ein Studium angefangen. Sie hat ihre Beziehung zu sich selbst, damit auch zu ihrer gesamten Familie extrem verbessert. Starke, beeinträchtigende Emotionen wie depressive Verstimmung, starke Wut, komplett transformiert, sodass sie sagt, sie kann sich schon gar nicht mehr erinnern, wann sie das letzte Mal jetzt wahrgenommen hat. Und ihr Mann nimmt diese Veränderungen so grandios an ihr wahr und hat schon gesagt, wie, es ist jetzt fast fertig. Was machen wir denn dann, wenn das fast fertig ist? Es hat ihr Leben verändert und es hat das Leben für ihre ganze Familie verändert. Und im Vorhinein sehen das die Menschen nicht, diese Vision, diese Chance. Ja, aber wenn wir für uns gehen, wenn wir wissen, das ist mein Weg, verändern wir das Leben für unsere ganze Familie. Ja, das war einfach so eine schöne Geschichte gestern. Und ich weiß, ich kenne das auch, wenn du dir denkst, oh je, was denken die Menschen, ne, um dich herum? Kenne ich gut. Wir brauchen in diesem Prozess auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Denn, ja, Tina, ist das größte Geschenk. Ich sehe das absolut so. Persönlichkeitsentwicklung ist das größte Geschenk. Ich sehe das auch so, ja. Und das ist auch das Wichtigste, der wichtigste Punkt für uns, ne? Denn je höher unser Bewusstsein ist, je mehr wir über uns wissen, desto mehr können wir im Außen bewusst kreieren. Ansonsten sind wir so ausgeliefert den Umständen und haben keine Ahnung, warum Dinge in unserem Leben sind oder nicht in unserem Leben sind, warum uns das passiert. Wir wissen es einfach nicht. Und wenn wir dieses Bewusstsein entwickeln können über diese Dinge, wenn wir verstehen, wie wir kreieren, dann brauchen wir diese Angst nicht mehr zu haben. Weil was gibt es Besseres, als die Zukunft vorherzusagen, indem wir sie kreieren und ihr nicht ausgeliefert sind? Ich sehe das auch so. Und das Durchhaltevermögen ist ganz wichtig, denn in diesem Prozess, wo wir am Anfang, wo wir jetzt shiften, das ist ein sensibler Prozess. Denn im Außen
sehen wir unsere Manifestation von gestern. Wir sehen die fehlenden Kunden. Wir sehen das leere Bankkonto. Wir sehen die zu vielen Kilos auf der Waage. Wir lernen aber, dass wir, obwohl wir das sehen, anders denken und fühlen müssen als bisher. Das heißt, wir dürfen registrieren, was ist, wir dürfen aber nicht drauf einsteigen. Und es hat sozusagen so ein Time-Lag, ja, bis wir unsere innere Arbeit ausgerichtet haben und das Außen sehen, die Früchte davon sehen können. Das ist ein Time-Lag. Du säst nicht zur gleichen Zeit, wie du erntest. Diese Spanne müssen wir aushalten. Das macht aber kaum jemand um uns herum. Um uns herum reagieren die Leute auf die Umstände außen. Und das ist es, wo wir Durchhaltevermögen brauchen und wo wir jemanden brauchen, der uns sagt, wo wir im Prozess sind und sagt, mach weiter, es ist alles gut, das ist genau das, was jetzt passiert. Ja? Ansonsten geben wir auf. Das ist das, wo ich im Nachhinein auch in meinem Leben oft sehe, dass ich immer wieder zurückgegangen bin, immer wieder diesen Kreislauf, weil ich es nicht geschafft habe, darüber hinaus zu denken. Und wir haben gestern gesagt, maximal wichtig ist deine Einstellung. Und ich möchte dir gerne nochmal zeigen, damit du verstehst, was deine Einstellung bildlich ist, denn wir denken in Bildern, zeige ich dir hier nochmal genau, womit wir es zu tun haben. Denn Einstellung ist einfach das magische Wort. Ja? Deine Einstellung ist eine Schwingung. Wir haben uns eben hier Frequenz, deine Einstellung bildet deine Frequenz. Wir haben uns angeschaut, warum das maximal relevant ist. Deine Einstellung, Gedanken sorgen für Emotionen, Emotionen sorgen für die Vibration, die Frequenz und das verursacht dich zur Handlung und es bekommt eine Gegenreaktion, Handlungreaktion. Diese drei sind deine Einstellung. Das ist deine Einstellung. Es ist ein Komposit aus Gedanken, Emotionen und Gefühl beziehungsweise Vibration. Das ist deine Einstellung. Und das ist maximal wichtig zu verstehen, was unsere Einstellung ist. Und du kannst denken, meine Einstellung ist grundsätzlich gut, meine Einstellung zum Leben. Grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch. Aber manche Gedanken, manche Emotionen widersprechen dem, was du möchtest. Und dann kommst du nirgendwo hin. Du hast immer diesen Wunsch, der dich zieht, aber du hast deine Gedanken, die dich zurückhalten. Du hast diesen entgegengesetzten Pol und du kommst nirgendwo hin. Und so ist ein Jahr vergangen und es hat sich im Außen schon wieder nichts getan. Und das ist der Grund dafür. Das Einzige, was du in deinem Leben wirklich kontrollieren kannst, bestimmen kannst, ist deine Einstellung. Deine Gedanken kannst du wählen. Nichts im Außen kannst du wirklich kontrollieren. Ob jetzt Stau ist heute Morgen, ob die Preise hochgehen oder nicht, ob die Wirtschaftslage so ist, nichts kannst du kontrollieren davon. Das heißt, wenn wir nicht verstehen, dass wir nur in uns regulieren können. Wir haben nur Einfluss auf unsere eigenen Gedanken und Emotionen, aber das ist alles, was notwendig ist. Denn alles ist ja bereits vorhanden, das Gute und das Schlechte. Das, was wir wollen, das, was wir nicht wollen. Es gibt Liebe, es gibt Krieg, es gibt Fülle, es gibt Armut. Alles ist vorhanden. Was aber in unsere Realität kommt, in unser Leben, ist das, was auf unserer Frequenz ist. Wir müssen nicht kontrollieren, was im Außen passiert. Wir dürfen uns einstellen auf das, was wir wollen. Und dann kann die Angst weichen. Oh Gott, was ist wenn? Was wird morgen sein? Diese permanente Angst. Das ist das, was wir mit unserer Einstellung machen können. Das gibt uns Frieden. Das gibt uns Ruhe. Das gibt uns Gelassenheit. Wir bekommen Energie zurück, weil wir nicht mehr diese Energie aufwenden müssen, Horrorszenarien uns auszudenken. Oh Gott, wie wird es nächsten Monat laufen? Wir können aufhören damit, weil wir wissen, dass wir machtvolle Schöpferwesen sind, die das selbst kreieren. Und auf der nächsten Seite im Workbook
Hast du ein paar Gedankenanregungen? Nimm dir gerne 2 Minuten Zeit. Lies dir diese Sätze durch, beziehungsweise ich lese dir diese Sätze vor. Und während wir sie zusammen durchgehen, nimmst du einfach wahr, was du fühlst, was in dir vorgeht, wenn du diese Sätze hörst. Setz dich einfach entspannt hin und höre zu, wenn ich dir sage, ich bin erfolgreich. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Es ist leicht für mich, Geld zu verdienen. Ich bin es mir wert, in mich zu investieren. Ich bin außergewöhnlich gut in dem, was ich tue. Jeder braucht, was ich anzubieten habe. Ich liebe mich. Ich bin stolz auf mich. Es ist leicht für mich, Komplimente anzunehmen. Es fällt mir leicht, Unterstützung anzunehmen. Ich kommuniziere meine Grenzen effektiv. Ich kann gut mit Kritik umgehen. Ich bin resilient und lasse mich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Ich respektiere meine Bedürfnisse. Ich liebe meinen Körper. Ich bin stolz auf meinen Körper. Ich bin gesund. Ich führe eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich fühle mich in meiner Beziehung gesehen, gehört und respektiert. Meine Beziehungen lassen mir Freiheit für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Einfach nur wahrnehmen, wie sich's anfühlt. Und nimm dir eine Minute Zeit, auf der nächsten Seite ein paar Dinge, die dir aufgefallen sind, aufzuschreiben oder die Sätze, wo du ein stärkeres Gefühl hattest, vielleicht einen Widerstand, anzumarkern. Nimm dir kurz eine Minute Zeit, um das zu tun. Einfach nur die Impulse, die aufkommen, aufschreiben. Oder anmarkern, gar nicht bewerten oder analysieren, einfach nur notieren. Und dann auf der nächsten Seite, wie fühlst du dich? Mal angenommen, du bekommst jetzt und heute 50.000 Euro auf dein Konto überwiesen. Wie fühlst du dich? Was sind deine Gedanken? Schreib das mal kurz auf. Ein oder zwei Worte, wie du dich fühlst. Und dann, wie fühlst du dich, wenn du Geld ausgibst für Urlaub? Für ein Auto? Für Essen? Einfach nur ein oder zwei Wörter notieren. Für Kleidung? Für deine Kinder oder Enkel oder Neffen und Nichten? Ja, für Geschenke beispielsweise. Wie fühlst du dich dabei? Und wie fühlst du dich, wenn du Geld ausgibst für Coachings, Persönlichkeitsentwicklung für dich? Einfach kurz notieren, was du wahrnimmst. Und du kannst die Übung gerne nachher noch detaillierter ausführen und dich nochmal reinspüren. Das Feedback wahrnehmen, was von deinem emotionalen Mind hochkommt. Wie fühlst du dich? Nächste Seite. Glaubst du, ist es leicht oder schwer, Geld zu verdienen? Schreib das kurz auf, das dürfte schnell gehen. In welcher Situation hat dir Geld Freude bereitet, weil du dir und deiner Familie etwas leisten konntest? Vielleicht warst du in der Lage, einen wunderschönen Urlaub zu buchen, weil es gerade finanziell möglich war und du bist heute noch, wenn du an diesen Urlaub denkst, freust du dich immer noch. Oder vielleicht konntest du deinem Partner einen großen Wunsch erfüllen.
weil es eben möglich war finanziell. Vielleicht kommt dir so eine Situation in den Sinn, wo Geld es möglich gemacht hat, dass du Freude hattest oder Freude schenken konntest. Und dann schauen wir die nächste Seite an. Da geht es da um die Kunst, Ziele zu setzen. Und das ist nochmal ganz wichtig, denn warum setzen wir überhaupt Ziele? Warum setzen wir Einkommensziele? Warum setzen wir berufliche Ziele? Und wir haben gesagt, niemand wird von Geld motiviert. Es geht nicht darum, Geld anzuhäufen, sondern was wir uns wünschen, ist die Freiheit, die diese finanzielle Fülle und die materielle Fülle uns möglich machen. Dass wir einfach sagen können, ja, ich möchte mit meiner Familie heute essen gehen. Ich wünsche mir das. Oder dass wir sagen, ich brauche eine Auszeit. Ich habe viel geschafft, ich habe lange gearbeitet, ich brauche eine Auszeit. Und dass wir die Freiheit haben zu sagen, ja, ich nehme mir 2 Wochen frei und erlaube mir einen wunderschönen Erholungsurlaub. Die Freiheit, die es uns bietet, das ist das, was wir wollen. Es geht nicht ums Haben. Ich finde auch so, wenn wir uns das anschauen, alles, was wir besitzen, ist geliehen auf Lebenszeit. Gehört uns nicht wirklich. Wir glauben das, aber es gehört uns nicht wirklich. Egal, das Haus, in dem ich sitze, was wir gebaut haben, es gehört uns gar nicht wirklich. Ja, wir haben es auf Lebenszeit geliehen. Alles, was wir anhäufen. Wir sind mit nichts gekommen, materiell gesehen, und so gehen wir auch wieder. Und Bob Proctor, der ja im Februar diesen Jahres verstorben ist, diese Anekdote möchte ich dir noch erzählen. Er ist ja wirklich jemand, der sein Leben selbst radikal verändert hat. Von Mangel, schlechter Gesundheit und emotionaler Leere hat er sein Leben geschiftet, innerhalb von kürzester Zeit Millionen verdient und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, herauszufinden, weshalb das so gekommen ist und das anderen Menschen beizubringen. Und das ist das, was er tut. Was er getan hat, das ist sein Lebenswerk. Es ist mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, diese Freiheit genießen zu dürfen. Und von seinen frühesten Anfängen hat er so einen tragbaren Schallplattenspieler gehabt. Er hat angefangen, solche Informationen, die ich heute hier mit dir teile, die sein Leben verändert haben, sich auf Schallplatte von Earl Nightingale, dem Begründer der Persönlichkeitsindustrie, anzuhören. Sowas wie Attitude is the magic word. Und warum das so ist und dass unsere Gedanken unsere Realität kreieren, hat er sich im Auto auf so einem tragbaren Schallplattenspieler angehört, so ein gelber. Und sein ganzes Leben hatte er diesen Schallplattenspieler und hat es auch immer noch, obwohl er schon über 80 war, sich diese Schallplatten darauf angehört. Und in seinem Büro, aus dem er immer gestreamt hat, und ich durfte ihn ja meinen Mentor nennen, noch einige Zeit. Zuerst wurde ich sozusagen gecoacht und danach in der Zusammenarbeit als Consultant stand immer dieser Schallplattenspieler da. Als er dann verstorben ist im Februar und man hat seinen leeren Schreibtisch gesehen, stand dieser Schallplattenspieler noch da. Bob war weitergezogen, sich transformiert und der Schallplattenspieler war da. Sein ganzes irdisches Leben hat ihn der begleitet. Es geht nicht darum, den Schallplattenspieler zu bekommen, das Auto zu bekommen. Das ist das, was wir nutzen dürfen, woran wir uns erfreuen dürfen, in unserem Wachstumsprozess. Wir sind ja hier, um Erfahrungen materielle auch zu machen und wir dürfen uns an diesen Dingen erfreuen. Deswegen ist es auch schön, wenn wir sie haben. Aber das ist nicht das Ziel des Bekommen, sondern das Werden. Wer musst du werden, um dein Ziel zu erreichen? Die Version von dir, die bereits da ist, wo du hin möchtest, die dieses super gute Einkommen hat, die den Traumpartner hat, den Traumkörper, das Wohlfühlgewicht, die finanziell frei ist, die Person, die du bereits bist auf einer anderen Frequenz. Wer musst du werden, um diese Dinge zu genießen? Und das ist der Grund, warum wir Ziele setzen, um zu wachsen und nicht um zu bekommen. Wir dürfen aber bekommen, wir dürfen genießen diese Dinge, wir dürfen alles genießen hier auf Erden, was es gibt.
Aber wir machen es, um zu wachsen. Und wenn wir die Entscheidung treffen, das zu tun, wenn wir die Entscheidung treffen, zu wachsen, einem erstrebenswerten Ziel nachzugehen, sind wir erfolgreich. Die Definition von Erfolg, die Earl Nightingale gewählt hat, die Bob übernommen hat und für die ich mich entschieden habe, sie ebenfalls zu übernehmen, ist: Erfolg ist die progressive Realisierung eines erstrebenswerten Ziels. Sobald du das Ziel dir setzt, committed, bist du erfolgreich. Wie du es dann am Ende bekommst, ist ein Prozess. Das ist das, was ich dir beibringe. Das ist das, was ich unterrichte in Thinking into Results und in meiner Body, Mind, Spirit Revolution. Aber Erfolg ist der Moment, wo du die Entscheidung triffst. Und dann gibt es verschiedene Arten von Zielen. Und das ist auch nochmal wichtig. Es gibt Ziele, die wir uns setzen, die wir schon erreicht haben. Wenn ich beispielsweise mir schon mal ein neues Auto gekauft habe und ich sage, oh, ich möchte wieder mir ein neues Auto kaufen. Das ist ein Ziel, das habe ich schon mal erreicht. Kein Wachstum in diesem Ziel, keine Inspiration in diesem Ziel. Das ist ein A-Ziel. Dann gibt es B-Ziele. Das habe ich noch nicht erreicht, aber ich weiß genau, wie ich hinkommen kann. Das heißt, ich habe vielleicht 50.000 Euro letztes Jahr verdient und ich nehme mir vor, 5% mehr nächstes Jahr zu verdienen. Ich kann mir logisch erklären, wie das passieren kann. Es ist keine Inspiration in diesem Ziel. Es ist etwas, was ich noch nicht erreicht habe, aber es trägt nicht dazu bei, dass ich sozusagen ins Wachstum komme. Und dann gibt es C-Ziele. Und C-Ziele sind eine Fantasie. C-Ziele sind das, was wir noch nicht erreicht haben und von dem wir jetzt noch nicht mal wissen, wie wir es erreichen sollen. Es ist quasi das, was wir uns wirklich wünschen, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Fantasie. Das sind die Ziele, die wir uns setzen wollen, wenn wir in unserer Persönlichkeit wachsen wollen. Wenn wir Dinge aus uns rausholen wollen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir da sind. Du bist mit Talent, mit Einzigartigkeit, mit Fähigkeiten gekommen, mit großartigen Geschenken, die du vielleicht noch nicht mal ausgepackt hast in deinem Leben. Großartige Künstler und Genies, von denen wir wissen, haben ihr größtes Talent, ihre größten Werke und Erfolge häufig sehr spät im Leben erst erreicht und der Welt geschenkt. Jenseits des 50., 60., 70. Lebensjahr. Das heißt, was in dir darf noch entfaltet werden, was noch nicht das Tageslicht gesehen hat? Um das rauszuholen, brauchen wir inspirierende C-Ziele, die dich ins Wachstum bringen. Und dafür setzen wir diese Ziele, um die oder derjenige zu werden. Und Bewusstsein ist das, was wir brauchen in diesem Prozess. Wissen, was wir tun. Das Bewusstsein setzt das Ziel. Ich möchte das, diese 5%. Aber erreichen, das machst du nicht mit dem Bewusstsein, das machst du mit dem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein drückt durch den Körper aus, was du dort reingesetzt hast. Dein Unterbewusstsein erreicht das Ziel, dein Bewusstsein setzt das Ziel. Wir müssen diese beiden aufeinander angleichen oder aneinander angleichen. Die beiden brauchen das gleiche Ziel. Und häufig ist es so, dass unser Unterbewusstsein sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug, ich habe keine gute Ausbildung, ich habe kein Studium. Wie auch immer, und unser Bewusstsein sagt, oh, ich würde mir so das wünschen, mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu haben oder eine Beförderung zu bekommen von meinem Chef. Und der Wunsch und das, was das Unterbewusstsein als Programmierung hat, stehen sich im Weg. Es kann nicht funktionieren. Das ist die Lücke zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun. Das ist etwas, was wir ganz detailliert im Prozess zusammen durchgehen. Und das heißt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Die Einstellung muss sich verändern. Wer du bist und wer du sein möchtest, muss im Einklang sein. Ansonsten passiert nichts. Es wird sich nichts verändern. Du kreierst immer wieder das Gleiche. Und ein Paradigma ist ein mentales Programm,
Wir haben schon festgestellt, wir sind eingestellt. Ein mentales Programm, das fast die komplette Kontrolle über dein gewohnheitsmäßiges Verhalten hat. Und 95% deines Verhaltens sind Gewohnheit. Du bist ein Gewohnheitstier und dein Paradigma kontrolliert deine Gewohnheit. Und es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Paradigma, wovon dein Selbstbild ein Teil ist, zu verändern. Das eine ist, das ist quasi etwas, wo wir sofort unsere Glaubenssätze verändern und unsere Ideen und unsere Gedanken über uns und die Welt. Wenn wir beispielsweise ein emotionales Trauma wie den 11. September erleben, verändert sich sofort unsere Realität. Es verändert sich sofort das, was wir glauben. Häufig ist es eben zum Negativen. Das heißt, das wollen wir gar nicht. Die andere Möglichkeit, um ein Paradigma zu verändern, ist permanente, zielgerichtete Wiederholung von dem, was im Einklang ist zwischen dem, wo du bist und da, wo du hin möchtest. Das ist ein Prozess. Dafür braucht es Bewusstheit, dafür braucht es einen Mentor oder einen Coach, dafür braucht es Disziplin und Durchhaltevermögen und das Wissen darüber, was man macht. Bob Proctor hat gesagt, er kennt niemanden, der das ohne Coach oder Mentor geschafft hat, diesen Paradigmenwechsel zielgerichtet zu schaffen. Und wenn du jetzt mal schaust, all diese Bereiche wie Einkommensgenerierung, deine Nutzung der Freizeit, wie viel Zeit du hast oder wie viel im Stress du bist, deine Logik, all diese Bereiche werden von unserem Paradigma gesteuert. Beispielsweise gab es eine Zeit, wo wir geglaubt haben, die Erde ist eine Scheibe. Und das war logisch für die Menschen zu der Zeit. Und wie sollten auch die Menschen an der Seite oder unten an der Welt, wie sollten die auch leben? Die würden ja runterfallen. Mit dem Bewusstsein dieser Zeit, was die Menschen hatten, war es logisch, dass die Welt eine Scheibe ist. Und unser Paradigma bestimmt diese Logik. Und wir können uns nicht außerhalb dieser Logik entwickeln. Wir können keine Ziele erreichen, die außerhalb unserer Logik sind. Wenn ich es nicht für logisch empfinde, mein Gehalt innerhalb von einem Jahr zu verdoppeln oder zu vervierfachen, wenn ich das nicht für logisch halte, kann ich es nicht erreichen, denn mein Paradigma wird mich davon abhalten. Es war völlig unlogisch, dass es so schwere Dinge gibt wie ein Flugzeug, dass die in der Luft fliegen können und Menschen transportieren. Es war total unlogisch. Aber es gab immer Menschen, die das Unlogische versucht haben. Es gab jemanden, der gesagt hat, ich umsegle die Weltmeere und guck, ob das eine Scheibe ist oder vielleicht doch rund. Es gab jemanden, diese Fahrradmechaniker, die gesagt haben, vor meinem geistigen Auge kann ich sehen, wie wir mit einer schweren Maschine durch die Luft fliegen. Ich versuche es einfach mal. Ich mache es einfach. Ich mache das Unlogische. Ich glaube dran. Und vielleicht hast du auch sowas, was vielleicht nicht logisch ist für dich oder die Menschen um dich herum, aber du hast eine Vision. Du hast diesen Gedanken, boah, das wäre schön oder was, wenn das gehen würde. Du denkst dich rein und dein Herz freut sich. Wenn du es vor deinem geistigen Auge sehen kannst, kannst du es in deine Realität holen, Punkt. Sonst wäre es nicht in deinem Kopf, definitiv. Das heißt, unser Paradigma kontrolliert fast alle Bereiche unseres Lebens. Unsere Gesundheit ebenso. Unsere Gedanken, Emotionen drücken sich durch unseren Körper aus. Jede Zelle empfindet Wut, Depression, Angst und leidet entsprechend über die Dauer. Und das bedeutet, wir brauchen einen Paradigmenwechsel und das ist das, was ich dir zeigen kann, das, was ich in meinen Coachings mache, wie wir diesen Wechsel hinbekommen, wie wir die Lücke schließen von dort, wo du bist, zu dort, wo du hin möchtest, wo du deine Stellschrauben hast und wie du diesen Prozess durchlaufen kannst. Ja. Das bedeutet, wenn du dir anschaust, nächste Seite im Workbook, was hält dich zurück? Welche vermeintliche Herausforderung oder Hürde, vor der du Angst hast? Was ist die Befürchtung? Kannst du kurz drüber nachdenken? Was aufschreiben? Was ist die Sorge, die du hast? Was hält dich zurück, den Step ins Unbekannte zu gehen? Und die nächste Frage ist essentiell.
Bist du bereit? Bist du bereit für einen Shift? Erlaubst du dir diese Transformation? Wenn du dir nicht die Erlaubnis gibst, mehr zu sein, als du jetzt bist, kann sich nichts in deinem Leben verändern. Ohne deine Einwilligung als machtvolles Schöpferwesen mit freiem Willen passiert nichts. Und nur du kreierst dein Leben. Niemand macht irgendwas. Aktiv oder passiv triffst du deine Entscheidungen und das, was du in deinem Leben siehst, ist deine Kreation. Und um die zu verändern, denn ich denke mal, wenn du dir bis hierhin, über eine Stunde sind wir schon zusammen, wenn du bis hierhin zugehört hast, auch die Aufzeichnungshörer heute, wenn du bis hierhin zugehört hast, wette ich, dass das nicht zum Zeitvertreib ist, sondern dass du einen Wunsch hast, etwas zu verändern. Und dafür brauchst du deine eigene Erlaubnis, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dann hast du genug vom Kampf. Mal angenommen, wir würden zusammenarbeiten für die Dauer von einem halben Jahr. Was möchtest du gerne verändern in deinem Leben? Was ist dein Wunsch, was sich in deinem Leben verändert? Was ist die Priorität für dich in deinem Leben, was sich verändern soll? Schreib das gerne auch mal auf. Und das Zitat von Bob unten, es ist so wunderschön. Angst und Vertrauen oder Angst und Glaube verlangen beide, dass du an etwas glaubst, das du nicht sehen kannst. Du kannst mit der Energie, die zu und durch dich fließt, zu jedem Moment, so wie dein Atem, mit dieser Energie kannst du alles machen. Die fließt durch dein Dia. Was machst du mit dieser Energie, die zu und durch dich fließt? Lenkst du sie in den Kanal von Angst? Oh Gott. Was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Diese Entscheidung macht mir Sorgen. Oder du kannst sagen, wow, was, wenn es gut wird? Was, wenn ich es schaffe? Was, wenn ich wirklich mein Leben so selbstbestimmt kreieren kann? Was, wenn ich in Freude morgens aufwache? Was, wenn ich meinen Lebenssinn erfülle? Auch das kannst du denken. Alle beiden Aspekte verlangen, dass du an etwas glaubst, was du nicht sehen kannst. Du entscheidest es. Es ist ein wunderschöner Spruch. Und Bob sagt auch immer, das, was du gerade in deinem Leben siehst, dafür tauschst du dein Leben. Die Ergebnisse in deinem Leben jetzt ist das, wogegen du dein Leben tauschst. Ist das ein guter Tausch? Ist das in Ordnung für dich, wofür du dein Leben gibst? Das heißt, um das zusammenzufassen, um etwas zu verändern, müssen wir das Paradigma verändern. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, ansonsten verändert sich nichts. Der Weg dorthin ist ein wissenschaftlicher Prozess. Die Arbeit ist quasi deine eigene. Die Arbeit ist, will ich das, bin ich bereit? Habe ich eine Vision? Gehe ich dafür? Spüre ich das, dass da mehr ist? Und wenn du die Entscheidung triffst, kann ich dir zeigen, durch diesen Prozess durchzukommen und die Ergebnisse in dein Leben einzuladen, die bereits darauf warten, dass du die Frequenz veränderst. Das ist das, was wir im Paradigmenwechsel machen. Und ich unterrichte natürlich die Wissenschaft des Erfolgs von Bob Proctor, Thinking into Results, diesen 12-Stufen-Prozess. Aber wir machen noch so viel mehr in der Body-Mind-Spirit-Revolution, von der Thinking into Results ein Teil ist, wo wir uns nochmal genau Energien anschauen, Frequenzen anschauen, Dinge, die du wahrnimmst, Dinge, die du spürst, die du bisher vielleicht nicht einsortieren konntest. Manche meiner Kunden oder auch Menschen, mit denen ich spreche, sagen, ach, manchmal habe ich das Gefühl, solche sind so Dinge irgendwie vorbestimmt oder es sollte so sein, das hat sich so ergeben, es fühlte sich so an, dass wir solche Dinge einsortieren können, dass wir verstehen, was wir wahrnehmen, was Inspiration ist, wie wir unsere Intuition stärken können und all diese Themen. Auch abgrenzen ist da ein ganz großes Thema in der Body-Mind-Spirit-Revolution, denn wir nehmen nicht nur unsere eigenen Frequenzen wahr, sondern viele andere auch. Und abgrenzen ist ein Thema, was wir da auch ganz intensiv besprechen. Und
nimm dir gerne die Zeit. Erstmal danke ich dir und respektiere und schätze dich dafür, dass du dir diese Zeit genommen hast, egal ob jetzt live oder in der Aufzeichnung, um hier zuzuhören und alleine diese Gedanken zuzulassen. Und nimm dir gerne noch die Zeit für dich und gönn es dir, da einfach nochmal zu reflektieren und zu überlegen, die Fragen, die ich gestellt habe, das, was du gehört hast. Wie hat es mit dir resoniert? Was hat es mit dir gemacht? Wie war deine Reaktion, deine erste Reaktion, dein reflexartiges Gefühl darauf? Das gibt dir ganz viel Aufschluss darüber, wo deine Begrenzungen, deine Limitierungen in dir sind. Und das gibt dir Aufschluss darüber, wo du arbeiten kannst, wo du ansetzen kannst, um etwas zu verändern. In diesem Sinne sind wir am Ende dieses Workshop Teil 2 und es war mir eine ganz große Freude. Gib mir mal ein Wort in den Chat, wie du dich jetzt gerade fühlst. Ein Wort, was für das steht, was dir gerade so durch deinen Kopf oder durch deinen Körper fließt. Interessiert. Wunderschön. Ja. Dann einen wunderschönen Nachmittag, restlichen Tag und wir sehen uns morgen zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.